So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mortal Kombat X und wir spielen heute Shinnok in der Samurai-Variante. Sieht nämlich extrem cool aus, auch hier wieder drei Varianten. Einmal der Knochenbrecher, dann der Hochstapler und der Totenbeschwörer. Wir nehmen den Knochenbrecher. Legen wir los, erster Gegner Kung Lao. Der dunkle Götterälteste. Du erkennst, dass ich überlegen bin. Ich sehe Macht ohne Sinn und Verstand. Round 1. Fight. Ja, wir spielen die PC-Version. Das kann sein, dass die Cutscenes halt wieder ruckeln. Ist eben so, wenn man die total verhunzte PC-Version spielt. Aber ich wollte unbedingt den Samurai-Skin nehmen, weil ich finde, der sieht wirklich nice aus. So, Shinnok. Selber so gut wie nie gespielt. Für mich absolut neu. Mal sehen, was der alte Mann so kann. Scheint aber bis jetzt relativ stark zu sein. Auch wenn Kung Lao ganz gut austeilen kann. Alles klar, Kung Lao. Ah, diesen Move. Ich muss sagen, auf den hier habe ich mich am meisten gefreut, weil ich finde ihn so dreckig. Und endlich können wir ihn selber anwenden. Ja, seine Fatalities habe ich auch noch nie gesehen. Genauso wie den X-Ray. Oh, Zuhälter Schelle. Alter, der ist richtig nice. Kein Ende. 35%. Und wir sind eigentlich auch relativ schnell. Hier diese Knochenbrecherangriffe. Bums. Aber die Reichweite ist ein bisschen irritierend. Mal mega Reichweite, mal gar nichts. Eben je nachdem. Gut, probieren wir es aus. Der erste Fatality. Kriege ich natürlich nicht hin. Toll, läuft super. Alle werden sterben. Aber dafür sehen wir direkt mal die Animation. Du wirst die Außenwelt nie bekommen. Du offensichtlich auch nicht. Stirb, falscher Gott! Round 1, fight! Mann, 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 Melina, da kochen aber die Emotionen hoch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Na, da will ich gerade mal hier meine Waffe rausholen. Aber ich bin wieder träge, das ist immer so. Wenn man schwere, starke Waffen hat, ist man dementsprechend natürlich wahnsinnig träge. Und sie schenkt mir gut ein, ich bin fast tot. Ja, die macht mich hier gerade rund. Deswegen X-Ray raus. Zuhälter Shell of Doom. Die Quetsche und der Bauchnabelpiercing. Bestellt, gewünscht, abgeholt. Na, können wir das noch gewinnen? Vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Oh, 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 da hatte ich Glück. Ich bringe den Tod. Round 2. Fight. Baum in your face. Ah Mann, das ist so langsam, der Angriff. So unheimlich langsam. Erstmal hier die Lasergun rausgeholt. Man sieht die Knochen, aber man sieht irgendwie nie den Angriff, weil er so träge ist. Oh, perfekt gekontert. Ah. Ganz schön zäh, die Alte. Muss es natürlich mal wieder wissen. Au. Mann. Also bis jetzt geht's so. Ich werde noch nicht so richtig warm. Weil das Ding so wahnsinnig träge ist. Hab natürlich mal wieder die langsamste Variante genommen. Aber der X-Ray, der geht durch. Der ist solide und sehr zuverlässig. Und sieht dabei auch ziemlich gut aus. Ja, komm, wir machen den Angriff. Er hat keine Reichweite bei den Uppercuts. Das ist natürlich für jemanden wie mich, der gerne mit Uppercuts spielt, fatal. So. Also, probieren wir es. Yes. Den ersten hätten wir schon mal. Oh. Alter, ist das mies.
Chinook wins. Fatality. Dieser Mond. Dieser schreckliche Mond. Guten Abend, Bischof. Humor verbirgt deine Schwäche nicht. So wie dein Hut nicht deinen Haarausfall? Round one. Fight. Hey, 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 ja, der Hut ist ein Erbstück. Und extrem sexy. Lass mal stehen hier, Junge. Warum sind die alle heute so schnell? Ah, komm. Ah, wir sind wirklich verhältnisweise ziemlich träge. Das Ding kann ich mir immer wieder geben. Das Ding hier kann ich mir immer wieder geben. Es sieht einfach gut aus. Ich bringe den Tod. Also mit 35% bis jetzt der Stärkste, oder? Weiß nicht, Jason vielleicht? Ich weiß gar nicht mehr, was der hatte. Aber auch viel. Ja, ist schon wirklich ganz nice. Kann sehr schöne Ketten. Die machen halt sehr viel Prozent. So, jetzt aber. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Irgendwas stimmt da nicht. Alle werden sterben. Wird ein ganz, ganz merkwürdiger Fatality. Aber keine Sorge, wir werden ihn noch sehen. Irgendwie werden wir das deichseln. Du solltest nicht hier sein. Zweifelst du mich an? Nee, nur deine Arschvisage. Round one. Feuerball! Endlich kann ich Rache nehmen für die Niederlage. Hoffentlich sehen wir noch Cassie. Bam! Ah, wenn wir mal treffen, dann treffen wir richtig. Nimm das, Trottel. Oh nein, wieder die Nummer. Hat eine gute Reichweite. Hat wirklich eine verdammt gute Reichweite. Bams. Und zack. Oben, unten, oben, unten. Laserguns. Okay, wir kontern mal mit dem hier. Yes. Oh, das ist so mies. Ich muss sagen, das Design gefällt mir auch von dem X-Ray. Moment, ich versuche hier gerade was. Vor, zurück und dann macht er die Lasergun. Gut. So. Also. Ah, das war nochmal der andere. Ich habe den anderen gemacht. Mist. Warum ist der eine auch so schwierig? Klar, das Ding ist wunderschön, aber wir wollen auch den anderen sehen. Chinook wins. Fatality. Du belustigst mich. Round one. Fight. Okay, das war eben gerade wieder ein richtig geiler Anfang hier von Jason. Ich finde ihn so extrem cool, wie er mit dieser Teenagerin kommt. Ich selber habe immer nur ein Messer aus dem Hals gezogen. Einen fiesen Unfall beim Rasieren. Das haben wir von Jason gesehen. Oh, Jason ist bitter. Alter. Der Typ ist so abgefuckt geil. Bums. Tja, Gurken. What? Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Was für ein Typ. Er weiß alles. Er weiß alles, was wir vorhaben. Zieht ihn euch rein. Eine Berührung, man blutet direkt. So, aber hier, zack. Der Knochenbrecher ist eben der Knochenbrecher. Au! Der ist so mies. Zack. Nice. Dazu noch die geile Lache. Und auch Jason bekommt eine Schelle. Heute werden Schellen verteilt.
Was war denn das eben gerade? Ey, der hat so viele verdammt krasse Fähigkeiten. Und alles zieht derbe viel ab. 15%, ein ganz normaler Griff. Eben hast du es versemmelt. Nein! Oh, ich habe so ein Pech heute mit den Finishern. Alle werden sterben. Shinnok wins. Wird den Leuten gar nicht gefallen. Dein bevorstehendes Versagen? Dass von dir nichts mehr übrig sein wird. Round 1. Fight. Der olle Briggs. America. Er ist gut. Er ist richtig, richtig gut. Aber was der kann, können wir auch. Komm schon. Also das eben gerade hätte wirklich treffen müssen. Hol's dir. Hol dir was. Hol dir was. Den hier, bitte. Was hast du denn erwartet? Round 2. Fight. Ja, was hast du denn erwartet? Ich bin immerhin ein Gott. Und gegen den Gott bist du absoluter Schrott. Tja, da war ich schneller, mein Freund. Die Zuhälterschelle, sie schlägt wieder zu. Auch Jax bekommt hier sein Piercing. Gotcha! Na komm her! Das kann ich auch. Und jetzt ja nicht übertreiben. Vorsicht! Okay. Okay. So. Der zweite Fatality. Endlich hinbekommen. Oh, fuck. Shinnok wins. Fatality. Wow, wie übel. Richtig geil, der Fatality. Gefällt mir sehr gut. Heute enden deine Pläne. Du kannst meine Pläne nicht verstehen. Ich muss dich nur aufhalten. Round 1. Fight. Ich werde deinen Schädel zum Poppen bringen, kleine Lady. Ich werde dich poppen, aber nicht auf die angenehme Art. Der ist richtig mies. Bams, Bams, Granate ignoriere ich mal. Irgendwie so Beinarbeit ist nicht so seine Stärke. Genauso wie der Uppercut. Aber das hier ist gut. Das Reich wird mir gehören. Round 2. Fight. Ich bin mal auf sein Ende gespannt, wie die Story wird. Und ich bin gespannt, was wir zu Shinnok sagen. Bam! Komm schon. Nicht übertreiben, Keys, nicht übertreiben. Oh, das ist so mies. Aber ich habe ihn noch hinbekommen. Mit Pferdeschwanz. Mit Pferdeschwanz. Tot. Shinnok wins. Flawless victory. Sogar Flawless und Fatality. So viele Sachen auf einmal. Shinnok. Die Menschheit verdient dich nicht. Es freut mich, dass du das so siehst. Round 1. Fight. Alright. Alright. Autsch, autsch. Sub-Zero dreht jetzt nochmal volle Kanne auf. Yep, so kennt man ihn. Der kann schon ziemlich mies unterwegs sein. Uiu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 i. Ah, Mist. Fühle denn auch der Verzweiflung? Nein, ich habe ja keine Reichweite. Oh, gut, gut, gut. Ich dachte schon, ich würde noch krepieren. Aber der ist auf jeden Fall erledigt. Round 2. Fight.
Runde 2. Und der dreht wieder volle Kanne durch. Das meine ich, richtig mies. Hör auf. Lass es sein. Lass es sein. Ja, wenigstens hat er keine Energie mehr. Braucht er da nicht. Wow. Na, keine Reichweite beim Uppercutten. Keine Reichweite beim Uppercutten. Lern das doch endlich. Komm schon. Gott sei Dank. Gut. Was machen wir? Machen wir den hier nochmal. Ich liebe ihn. Den finde ich auch richtig cool. Willst du deine Dienste anbieten? Die Shokan dienen niemandem. Round 1. Fight! Gürtel! Der alte Prinz. Das Feuer kannst du stecken lassen. Na, da kommt der Goro-Train. Train Machine, Goro. Train Machine, Goro. Bist voll scheiße. Also verpiss dich. Klar, klar. 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 Wow. Ich bringe den Tod. Will ich meinen. So, die Schelle. Nett, wirklich verdammt nett. Ey, komm. Komm. Komm, lass mich mal aufstehen. So. Gut. Grüße. Welch lächerlicher Hohn. Du nimmst an, ich bin nicht du. Round 1. Fight. Ich hab ein bisschen mehr erwartet. Au. Der Tod ruft nach dir. Punkt für dich. Ja, die Nummer hier können wir beide. Wer kann sie besser? Ich oder der Fake Knock? Ich kann sie anscheinend besser. Vergiss es. So. Was hast du denn erwartet? Round 2. Fight. Au, 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 au. Warum bist du so schnell auf einmal? Gut, 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 gut. Tja, das kannst du nicht, was? Schöner Dickdarm. Wir sind beide nicht besonders gut im Uppercutten. Deine Hände sehen so beschissen aus. Komm schon. Yes! Ha ha ha.
Er zittert vor mir, wenn ich die Macht des Erdenreichs absorbiere. Final Round, Fight. Finale. Wow. Gegen Corrupted Shinnok. Wow, oh, oh, oh. Ganz schöner Bastard. Oh, die Flammen sind nervig. Warum kann ich nicht corrupted werden? Wäre doch nur fair. Meines Erachtens absolut fair. Klar. Klar. Egal, wir gewinnen. So. Nieder mit Shinnok. Lang lebe Shinnok. Okay. Das Erdenreich gehörte Shinnok. Es wurde zum Ausgangspunkt, von dem aus er seinen vor Äonen begonnenen Krieg gegen die Götterältesten zu Ende bringen sollte. Die Götterältesten hatten die Bewohner der Reiche angelogen. Sie waren keine eigenständigen Wesen, sondern nur Teile eines größeren Kollektivs, genannt das Eine Wesen. Shinnok plante, die Reiche zu vereinen und es zu erwecken. Wieder vereint, verschlang das Eine Wesen die Götterältesten. Shinnok beobachtete es mit Genugtuung. Diese Realität hatte nun ein Ende gefunden. Okay, der Mann hat unsere Realität zerstört, aber was hat er davon? Ich meine, wow, alles zerstört, bin zufrieden, so, Feierabend. Ich meine, herrschen, regieren, alles versklaven und so, eine Sache, aber alles zerstören? Nun denn, das war Shinnok als Samurai. Wir sehen uns in der nächsten Folge Mortal Kombat X. Ja, was wird's da denn wohl geben? Findet es heraus, lasst eine Bewertung da, schreibt was in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss!